Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 45-fache deutsche Meisterin Sabrina Mockenhaupt. Nachdem sich Mocki vor einigen Jahren vom Leistungssport verabschiedet hatte, stand sie vor 2 Wochen in Pliezhausen bei den deutschen Langstreckenmeisterschaften für die 10.000 Meter wieder an der Startlinie. Ich wollte von ihr natürlich wissen, wie das Rennen in Pliezhausen aus ihrer Sicht war und natürlich auch erfahren, was sie in den vergangenen Jahren so gemacht hat. Außerdem ist mein heutiger Partner Top 4 Running Partner des diesjährigen österreichischen Frauenlaufs. Er findet am 22. Mai in Wien statt und ist mit über 35.000 Starterinnen der größte europäische Frauenlauf und hat damit ein größeres Teilnehmerfeld als beispielsweise der Frankfurt-Marathon. Und da Mocki dort bereits mehrfach an den Start gegangen ist, wollte ich von ihr wissen, was das Besondere an diesem Lauf ist. Ach, das ist Abwechslung pur und Emotion pur. Also ja, und ein Moment, so ein Schlüsselmoment war, als ich kurz vor dem Central Park, hat mich der René Hiepen, ich weiß nicht, ob einige den noch kennen, doch, der hat ja früher Boxen moderiert und ist heute immer Moderator oder Kommentator vom Berlin-Marathon. Der hat mich da so angefeuert, Mocki, das Rennen deines Lebens. Und er hatte recht. Und dieses Video habe ich auch immer noch von ihm. Und das war das Rennen meines Lebens. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Mocki. Herzlich willkommen, mein lieber Benny. Und ganz liebe Grüße an alle da draußen. Sportler, Verrückte, Läufer und alle. Mocki, wenn man so ein Stück weit deinen Instagram-Kanal verfolgt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass dein Tag nicht 24, sondern 48 Stunden hat. So viel, wie du jeden Tag schaffst. Du bist junge Mama, du bist wieder Leistungssportlerin, würde ich auch sagen. Bist sehr, sehr viel unterwegs. Jetzt am Wochenende in Pliezhausen hast du auch den deutschen Rekord in der Klasse W40 über die 10 Kilometer gebrochen. 33 Minuten, 37 Sekunden. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, da muss ich jetzt erstmal schnaufen, also frag mich nicht. Also es ist manchmal wirklich grenzwertig, was ich alles so mache. Und jetzt heute bin ich zum Beispiel nicht gelaufen und da hatte ich sehr viel Zeit. Also hatte ich Zeit, meine ganzen Sachen zu erledigen, habe auch mal Wäsche gemacht und hatte sogar mal vielleicht 10 Minuten ein bisschen Langeweile. Und das kommt echt nicht oft vor, weil so seit ich jetzt wieder mit dem regelmäßigen Laufen angefangen habe und seit ich auch wieder so ein paar Ziele verfolge, ist meine Zeit echt sehr begrenzt. Auch ich kann wenig telefonieren. Klar, dann habe ich immer so hier und da Jobs für Instagram, die dann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, bin immer noch viel unterwegs, auch viel noch bei meinen Eltern oben in Siegen. Und ja, da muss ich echt immer jonglieren. Und ja, ich habe einen Kalender, der ist prall gefüllt. Und das muss, einige Dinge bleiben leider auch auf der Strecke, was mich dann auch ein bisschen traurig macht. Aber man kann halt auch nicht alles im Leben. Aber nochmal kurz zurück zu dem Wochenende in Pliezhausen. Wie war es für dich, da im Schönbuchstadion auf der Bahn zu stehen? Es war richtig schön. Ich muss auch sagen, ich stand an der Startlinie und habe die ganzen nervösen Mädels gesehen und wir waren im Callroom. Ich musste mich erstmal wieder an die ganzen Dinge gewöhnen, das Callroom 15 Minuten vorm Start, dass man dann bis dahin schon auf der Toilette gewesen sein musste und alles erledigt hat. Das war dann, ist schon alles so fern von mir. Also das letzte Bahnrennen habe ich 2018 bestritten. Und das war auch ein 10.000 Meter Rennen in Regensburg, wo ich nochmal versuchen wollte, die EM-Norm zu laufen, beziehungsweise ich hatte die schon. Aber in dem Rennen wollten dann auch noch Alina Reh, wie heißt sie denn nochmal jetzt, da war noch die Fabienne, damals Amrhein hieß sie noch und dann, jetzt komme ich auf den einen Namen leider nicht mehr. Und die wollten alle sich auch noch qualifizieren für die EM. Und ich war 2 Wochen zuvor die EM-Norm von 32,38 gelaufen und die anderen Mädels waren aber richtig heiß, jung und erholt. Und dieses Rennen war so schlimm, ich bin von Anfang an mit denen losgelaufen und konnte nicht annähernd mehr die Leistung abrufen, wie ich die noch vor 2 Wochen abrufen konnte. Dann hat mir dann so gesagt oder gezeigt, Mocki, du bist halt jetzt auch schon, ja, ich war dann 37 Jahre alt, da hat man dann gemerkt, die Jungen erholen sich viel besser, die können, sind viel spritziger und das war eigentlich für mich mein letztes Bahnrennen. Ich habe da dann noch durchgebracht, bin glaube ich so 35 Minuten noch durchgetrudelt, habe die Nacht im Auto geheult auf der Rückfahrt und habe mir gesagt, nie wieder mehr 10.000 Meter auf der Bahn. Nie wieder. Ja, und jetzt kam halt Anfang des Jahres, dass ich irgendwie, ich habe mit CrossFit angefangen.
Und da in dem Moment, da habe ich erstmal wieder, also ich war, das ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil du hast mich eigentlich zu dem Moment jetzt, aber gerne, ich muss da gerne so weit ausholen. Also um da so ein bisschen zu verkürzen, ich habe mit CrossFit angefangen im Januar und habe dann gedacht, irgendwie, ja, du kommst auf einmal wieder mit deinem Körper so in eine andere Form, du kriegst eine andere Stärke. Du musst jetzt doch nochmal wieder ein bisschen mehr mit der Lauferei anfangen, weil das auch auf einmal immer lockerer wurde. Also ich habe dann auch jetzt so die neuesten Carbon-Schuhe mittlerweile ausgesucht und getestet und da geht auch, also das Laufen fällt einem wirklich einfacher damit. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, hättest du das doch mal früher zu deinen Top-Zeiten gehabt, diese Carbon-Treter, das ist ja der Knaller. Ja, und dann bin ich ja im März bin ich in Rottgau gelaufen, 10 Kilometer im Wald. Also ich sage jetzt schon mal allen Leuten da draußen, wenn ihr mal eine richtig geile Zeit über 10 Kilometer laufen wollt, dann fahrt nach Rottgau. Lauft euch ein da und denkt, wie kann man denn da eine geile Zeit laufen? Ihr kommt nach dem Rennen wieder nach Hause und sagt, Wahnsinn, ich bin gefühlt die ganze Zeit nur runtergelaufen. Aber das ist wirklich, du denkst, es geht nur runter, das Rennen ist mega und du läufst eine coole Zeit. Also ich habe so dieses Gefühl von dieser Strecke und bin da eine 34,15 gelaufen und ab da dachte ich so, und jetzt geht's weiter im Text hier. Dann bin ich einen Halbmarathon gelaufen am Hockenheimring. Der war auch schon nicht schlecht und dann in Paderborn beim Osterlauf. Ja, und dann waren jetzt leider Gottes deutsche Meisterschaften in Blietshausen, meinem neuen Heimatverein, gerade um die Ecke. Dann habe ich gedacht, soll ich mich nochmal auf die Bahn wagen? Ja, dann habe ich gedacht, doch, wenn es so nah ist, also ich wäre jetzt nicht für deutsche Meisterschaften nach Hamburg geflogen, um da zu laufen, aber gerade hier um die Ecke in deiner neuen Heimat habe ich gedacht, komm, können alle deine Freunde mitkommen? Und dann habe ich gedacht, jetzt wagst du dich nochmal auf die 25 Runden. Und ich sagte jetzt schon mal, die haben überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich würde sagen, die ersten 4000 Meter. Aber was richtig Spaß gemacht hat, war eigentlich so der Anfang, kurz vorm Start. Also ich habe dann die ganzen, jetzt sind wir wieder beim Thema, ich habe die ganzen aufgeregten Mädels gesehen, die waren alle nervös. Keiner hatte so richtig viel Spaß im Gesicht, außer ich. Und dann stand man so an der Startlinie, ich guckte mir alles so an, die waren alle so nervös und klatschten sich da auf ihre Oberschenkel und ach, da dachte ich, wie schön ist das, dass du jetzt gleich laufen kannst, aber eigentlich ist es egal, was du läufst. Du hast zwar so dein Ziel, aber was die anderen machen, das ist egal. Du läufst einfach nur mit den anderen mit und die anderen sind jetzt deine Mitläufer. Ich habe die gar nicht als Konkurrentin gesehen, sondern wirklich nur als Mitläufer und habe gedacht, du suchst jetzt eine Gruppe und da hängst du dich rein. So, und dann fiel aber der Startschuss und dann wird man doch wieder übermütig. Und das ärgert mich so ein bisschen. Ich konnte ungefähr eine 33,20 laufen. So, und das sind 80er Runden. Was macht die dusselige Mockenhaupt? Läuft 78er Runden in der Verfolgergruppe hinter der Spitze mit. Und denkt kurzer Zeit, also in so ein paar Sekunden habe ich noch gedacht, ja, wartet ab, ich komme nachher sogar noch an die Spitze. Das läuft hier richtig gut. Also völlig hirnverbrannt, so wäre ich früher nie gelaufen. Da wusste ich aber auch, meine Konkurrenz einzuschätzen. Ich kannte alle dann. Diesmal kannte ich viele Mädels, auch nicht mehr die, die hinter mir waren. Wusste nicht, was können die laufen. Also ich hätte mich viel weiter hinten einreihen müssen, anstatt in der Verfolgergruppe. Als die dann auseinanderfiel, so ab 4000 Meter, also da war ich immer noch auf Kurs unter 33 Minuten, als die dann auseinanderfiel, wurde das Leben dann echt schwer. Und ab da hat mir das Rennen überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und da wäre ich am liebsten so bei 5000 Meter, habe ich gedacht, ach, jetzt würdest du auch lieber am Rand stehen und nichts machen und die einfach nur angucken, wie die da vorne rumrennen und du guckst dir das von außen an. Aber jetzt hatte ich hier alle Leute heiß gemacht, über Wochen mitgenommen, hier ich trainiere auf eine 33,20, an dem Tag soll das passieren, sondern jetzt rennst du hier rum und quälst dich eigentlich schon ab, bist über deine Verhältnisse angelaufen, ja, was machst du jetzt? Und da waren so viele Kinder, wo ich anderthalb Wochen vorher mit trainiert hatte, die so wie Fans dann waren und mich angefeuert hatten. Da dachte ich, du kannst für diese Kinder, du bist ja vielleicht früher als Topathletin ausgestiegen, weil dir irgendwas gestunken hat oder was nicht gepasst hat. Aber nicht hier so als Lokalheldin, die auch so viel angefeuert wird und alle deine Freunde kommen und stehen da und du steigst jetzt aus, das geht gar nicht. Also das ist keine Vorbildfunktion. Und dann bin ich froh, dass ich einen Plan B hatte. Also ich sage ja sowieso jedem da draußen, habt nicht immer nur einen Plan A. Also mein Plan A war die 33,20.
Mein Plan B hatte ich mir die Nacht zuvor einen Tag vorher angeschaut und hatte mir mal geguckt in den alten Bestenlisten, was sind die denn mit W40 gelaufen? Also in der W40, was gibt es denn da so für Rekorde? Auf der Straße ist da ja noch die Irina Mikitenko zu lesen mit 31,57, wohlgemerkt mit 40 Jahren, also das ist Wahnsinn und nicht meine Zeit. Ja, und dann dachte ich, aber Bahn ist Irina damals nicht mehr gelaufen, das wollte die sich dann auch nicht mehr antun, weiß ich noch. Und da stand dann in Anführungsstrichen nur eine 33,58. Na, da dachte ich, das schaffst du. Ja, und das war dann noch mein Ziel, was mich ab 5 Kilometer hat weiterlaufen lassen. Da hatte ich mir so ausgerechnet, ja, da kannst du ja jetzt fast auch sogar 17 Minuten laufen und du schaffst das immer noch. Also rennst jetzt weiter, quälst dich durch. Aber ich sag dir, es war eine Quälerei und mir tut heute noch der Popo und die Hüfte weh und ich bin bis heute jetzt nicht gelaufen, doch heute Morgen so ein bisschen. Und ich muss jetzt noch ein paar Tage Ruhe halten, also da merkt man wieder das Alter. Und die alten Wehwehchen kommen wieder raus. Also 10.000 Meter auf der Bahn mit Spikes ist schon grenzwertig in meinem Alter. Ja, sollte mal vorher ein bisschen geübt haben und habe. Als ehemaliger Kurzsprinter war mir bisher überhaupt nicht bewusst, dass man im Stadion mehr als eine Runde laufen kann. Deswegen 25 Runden auf der Bahn, Hut ab. Also ich glaube, das geht auch fast gar nicht ohne so ein Stück weit Unterstützung von außen, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Also du musst eine absolut mentale Stärke haben und die habe ich oft nie gehabt. Also ich bin ja des Öfteren auch zu meinen Leistungssportzeiten ausgestiegen. Also wenn mir was dann nicht in den Kram passte, zum Beispiel auch bei meinen ersten Weltmeisterschaften in Paris, da war ich, die rannten los wie Gewitter und ich war Letzter und mit dieser Situation konnte ich gar nicht leben und stand dann auch so ungefähr ja nach 6.000 Meter neben der Bahn, obwohl ich auf Bestzeitkurs war. Aber ich bin mit dieser ganzen Stimmung, und da war natürlich auch Stimmung im Stadion, aber das war mir zu viel. Ich habe mich da alleine gefühlt, war total orientierungslos und bin ausgestiegen und wie so ein kleines Mädchen zu ihrem Papa gelaufen, der da irgendwo im Stadion saß. Also du musst da knallhart sein. Also, und du kannst nicht jeden Tag knallhart zu dir sein. Also 25 Runden muss geübt sein. Und und wenn dann mal schwerfällt, ist natürlich auch schön, wenn du deine Unterstützer am Rand hast. Und ich habe mir halt jetzt heute dann auch so vorgestellt, Mocki, wenn du schon vorher auch sagst, du läufst für dich, dann kannst du nicht aussteigen hier. Das ist kein Vorbild, was da vorher groß auf Instagram hier eine dicke Klappe so ungefähr hat und dann steigt sie aus, weil wofür steigt man denn dann aus? Also dann musst du auch durchrennen und dann, da bin ich dann im Nachhinein auch stolz, dass ich das gemacht habe, auch schon währenddessen, also das wäre echt peinlich gewesen. Ich mache ja viele Dinge, die sehr peinlich sind, aber das wäre mir arg peinlich gewesen, weil so Laufen und die Leichtathletik halt nach wie vor meine ist Welt. Wahrscheinlich auch so ein Stück weit der Ehrgeiz, der immer noch in dir drin ist. Ich glaube, wenn man einmal Leistungssportlerin war vom Herzen, dann bleibt man das auch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit reinspielt. Du hast gesagt, du hast dir vorgenommen, 80er Rundenzeit anzugehen. 78 ist es dann erstmal geworden. Das hängt ja auch ein Stück weit damit zusammen, dass man sich da die Ziele immer ambitioniert setzt. Ja, man dreht dann manchmal Tränen dann mit einem nochmal, oder die alle Sicherungen spielen dann nochmal verrückt. Und man, das Problem bei mir ist, dass ich dann oft so in der Vergangenheit wieder mich wiederfinde und denk, wie das früher mal war. Und da lief das ja so leicht und locker. Und dann willst du das einfach nicht wahrhaben, dass das aber nicht mehr so einfach und locker läuft, wie das früher gelaufen ist. Und ich darf nie vergessen, dass ich halt einfach nur die Hälfte von dem trainiere, was die anderen da machen, gegen die ich gerade renne. Also kann ich nicht denken, ja, ich bin die Mockenhaupt und konnte mal was und kann jetzt mit weniger Training genauso viel wie die anderen. Also da muss man dann auch schon realistisch bleiben. Und dann manchmal fällt einem das echt schwer. Dann denkt man, man könnte immer noch Bäume ausreißen, weil man das früher ja auch konnte. Und das ist dann leider nicht mehr so und wird immer eines Besseren. Mocki, aber wie bist du denn irgendwann eigentlich mal zur Leichtathletik gekommen? Ach, das liegt lange zurück. Also meine Eltern sind ja gelaufen. Mein Papa hält ja immer noch den Familienrekord von 2:24:59 im Marathon. Und den wollte ich immer irgendwie wann noch laufen. Also ich denke mal, wenn ich zum Schluss noch Carbon-Schuhe gehabt hätte am Ende meiner Karriere, hätte das vielleicht klappen können. Aber der bleibt bei meinem Vater, also in dem seinen Händen, weil mein Bruder hat dann auch nicht mehr geschafft. Mein Zwillingsbruder, mein großer Bruder hatte nie was mit Laufen zu tun. Und ich habe tatsächlich mal angefangen so mit 15 in der Schule, weil ich eine Freundin hatte, die total dünn war, aber die wollte gern was für die Figur tun. Und weil meine Eltern ja immer liefen, habe ich gesagt, okay Nadine, dann gehen wir zweimal laufen, weil das machen wir ja was für unsere Figur. Und dann sind wir zwei laufen gegangen.
Und dann konnte die Nadine irgendwann mal nicht und dann sagte meine Mutter, komm Kind, dann gehe ich mal mit dir laufen. Und dann war ich direkt so schnell und dann sagte meine Mutter, Mensch, so lange bin ich auf der 8-Kilometer-Runde noch nie gelaufen, also bin ich schon lange nicht mehr so schnell gelaufen. Du müsstest echt mal mit uns zum Training kommen, dienstagsabends zum Heiner. Und dann weiß ich noch, da habe ich den Abend so heulend auf dem Sofa gesessen, hab gesagt, ha, nee, ich will aber nicht mit in Training, also ich habe keinen Bock, ich will so ein bisschen für mich laufen, ich will das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt auch echt schon groß dabei, so mal die ein oder anderen Dorffeste auszuprobieren. Und ich habe dann schon bei meinen Eltern gesehen, was die jedes Wochenende immer machen und dabei Wind und Wetter rausgehen, laufen. Nee, also das war jetzt gar nichts für mich. Also ich hatte echt eher ja Männer, Jungs, Partys und sonst was im Kopf und stand ja auch kurz davor, eine Ausbildung zu machen. Also ich habe dann Industriekauffrau gelernt und hatte jetzt überhaupt keinen Kopf für die Lauferei. Aber es gab dann immer mal so Momente, wo ich dachte, irgendwie musst du was aus deinem Leben oder was anderes machen als andere. Und mir hat auch schon mal in der 5. Klasse mein Sportlehrer gesagt, der hat mich mal in der 5. Klasse gegen eine 10. Klasse laufen lassen, 800 Meter, weil der kannte meine Eltern so aus der Zeitung und hat mich dann gegen die Mädels laufen lassen und dann habe ich haushoch gewonnen. Und der hat dann gesagt, nachher in der Schulklasse, ja, wenn man ein Talent hat und man ist 30 und hat dieses Talent nicht genutzt, dann wird man sich vielleicht ärgern in seinem Leben. Und diesen Satz habe ich nie vergessen, nie. Und dann, als natürlich dann so zum Ende der Realschule ging und klar, die Ausbildung stand vor einem, aber irgendwie hatte ich immer noch gedacht, ich muss noch was anderes machen. Und dann habe ich mich auch irgendwann mal überreden lassen, mit meinen Eltern zum Training zu gehen. Also dann irgendwann hat man sich dann doch gebauchpinselt gefühlt, weil meine Eltern sagten, Kind, wenn du das richtig gut machst, dann kannst du auch damit Geld verdienen. Und da, also muss ich ganz ehrlich auch zugeben, dass das am Anfang so auch eine Riesenmotivation war, weil wir nie viel Geld hatten. Also wir waren eine ganz normale Familie, meine Mutter ist aber immer zu Hause geblieben, das fand ich richtig toll. Wir haben mittags unser Mittagessen bekommen, immer ordentlich hat die gekocht, die hat darauf geachtet, dass wir unsere Hausaufgaben machen, danach ging es erst zum Spielen. Also die Mutter musste aber immer dann das Geld beisammenhalten, weil mit 3 Kindern zu Hause war jetzt auch nicht mal hier und da immer oder groß Taschengeld. Und ich bin auch immer schon so, als ich konnte, zu meiner Tante zum Putzen gegangen und habe mir da immer 20 Mark jeden Samstag verdient. Weiß immer noch, wenn mal keine 20 Mark gab, weil sie es vergessen hatte, dann bin ich immer weinend nach Hause gegangen, oh, keine 20 Mark. Aber ich bin immer wieder hingegangen und in der nächsten Woche gab es dann halt wieder 20 Mark und ich hatte halt immer dann auch irgendwie Geld in der Tasche und das war dann auch schon schön. Also ich konnte mir dann immer mal was kaufen. Ja, und dann bin ich dann irgendwann mit meinen Eltern in Training gegangen und mein Trainer, der leider jetzt vor 3 Wochen gestorben ist, der hat mich überhaupt nicht beachtet, der Heine. Also der war so ein sehr ruhiger, introvertierter Mensch und hätte jetzt auch nie gedacht, dass aus mir was wird. Also ach ja, die kann da mal in der letzten Gruppe mittrainieren und gut ist. Also der hatte ja noch nie Athleten, die richtig so jetzt, der hat immer so ambitionierte Hobbyathleten, so wie meine Eltern, die irgendwo jetzt hier auf Straßenrennen in der Region gut waren oder mal Marathon liefen. Aber der hat keine Athleten gehabt, die jetzt mal so deutsche Meisterschaften und darüber hinaus. Deswegen hat er, glaube ich, auch gar nicht gedacht, ach ja, hier ist so ein junges Mädel, wer weiß, wie lange die läuft. Also hat mich gar nicht so ernst genommen. Und das war eigentlich so der Anfang von allem, weil ich lieb das, wenn Leute mich nicht ernst nehmen oder mir nichts zutrauen. Das hat mich dann motiviert, so und diesem Mann zeige ich's. Und dann bin ich Woche für Woche, war ich dann angestachelt und habe gedacht, dem zeige ich es. Ja, und dann wurde das auch recht schnell immer besser und ich habe mich von Gruppe zu Gruppe verbessert. Der hat damals 4 oder 5 Leistungsgruppen gehabt und hat vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert und dann war ich in der Gruppe von meinem Vater, da dann sogar mein Vater mehr Tempo gemacht hat und dann ging das echt Schlag auf Schlag, dass ich dann 1997 direkt schon 2. bei den deutschen Jugendmeisterschaften wurde, eine Bestzeit nach der anderen gerannt bin und sogar Ende von dem Jahr dann sogar 1997 durfte ich zum ersten Mal im Nationaltrikot laufen bei den Cross-Europameisterschaften. Zusammen in der Mannschaft mit meinem großen damaligen Idol Dieter Baumann. Ja, und da war ich ganz traurig, weil ich bin nur, und da habe ich eigentlich taktisch klug gemacht. Ich bin langsam losgelaufen, wie meine Mutter immer gesagt hat, du guckst erstmal, wie alle laufen und du holst alle von hinten auf.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe viele aufgeholt in dem Rennen, war aber trotzdem dann nur irgendwie 21. oder 22. Und die Jugendgruppe, also mit Judith Heinze, Larissa Kleinmann, Laura Suffer, die holten vorne Gold und die Judith Heinze holte sogar Bronze im Einzel. Und ich, da habe ich wieder geweint im Ziel. Da war ich total überfordert mit der Situation. Ich bin doch taktisch so klug gelaufen, habe so viele Läuferinnen geholt und jetzt waren die aber vorne in der Spitze. Ja, war klar, ich war nach einem Jahr noch nicht so weit wie die, aber ich war schon gut. Und abends beim Bankett hat der Dieter Baumann nett mit mir getanzt. Der hat dann mit der Judith Heinze die Bronze geholt, hat getanzt. Und da war ich richtig traurig. Und das hat mich dann wieder motiviert, weiter Gas zu geben. Und im nächsten Jahr war ich dann auch schneller als die Judith Heinze. Also, und so habe ich immer wieder, wenn ich irgendwie enttäuscht war oder einer mich nicht für voll genommen hat, habe ich wieder gedacht, so, und dir zeige ich auch noch. Und so ist mein Lebenslaufweg immer weiter gegangen. Das ist schon. Und da sind mir noch einige Menschen begegnet, die mich nicht ernst genommen haben oder, ja, das gab viele Momente im Leben, die mich dann haben immer wieder weiter angetrieben, ja. Und die Euros kamen dann auch irgendwann immer beim Laufen. Aber das ist schon eine sehr, sehr große Stärke, wenn man aus solchen Situationen, wenn man vielleicht nicht ganz ernst genommen wird oder die Leute einen ein Stück weit unterschätzen, seine Energie rauszieht, weil viele demotiviert ja sowas. Und dass du sagst, das ist so das Feuer, was ich brauche, um in der nächsten Einheit dann nochmal mehr Gas zu geben. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Charaktereigenschaft. Weiß ich nicht, immer beeindruckend. Ich mache mich ja auch manchmal richtig selbst fertig. Das ist eigentlich keine schöne Eigenschaft, die ich habe. Also wenn ich dann auch Niederlagen habe, dass ich dann auch wirklich so richtig auf mir einhaue, auf mich selber nochmal niedermache und dann brauche ich immer so ein, zwei Tage, bis ich dann irgendwann denke, nee, das geht nicht. Also du musst dir selbst so viel wert sein. Also ich habe aber auch in der Zeit, meine, als Leistungssportlerin viel dazugelernt. Also ich habe mich auch zum Schluss irgendwie am Ende meiner Karriere habe ich auch mal hinterfragt, warum läufst du eigentlich überhaupt noch? Was ziehst du jetzt noch aus dem Sport? Weil dann kam ja irgendwann noch nichts mehr. Ich hatte eine Verletzung nach der anderen und bin auch irgendwann ja hinterhergelaufen und die Leute haben auch irgendwann gedacht, warum tut sie sich das noch an? Hat die nichts anderes außer die Laufen? Also irgendwann war Laufen auch leider nur noch das einzige Ventil, was ich hatte in meinem Leben. Dass ich ohne die Lauferei nicht mehr konnte. Und dann ist das natürlich im Gegenteil. Also das war zum Schluss echt schon krankhaft. Ich bin so froh. Und deswegen war das auch für mich so toll, dieses Rennen in Blitzhausen. Auch jetzt so im Nachhinein kann ich da so, ich stand da an der Startlinie und war eigentlich so glücklich, weil ich nicht mehr diese Verbissenheit. Und dann sagte einer noch, Mocki, du bist immer noch hübscher als früher. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich hübsch bin oder wie auch immer. Also überhaupt. Aber wenn du von innen strahlst und nicht mehr diese Verbissenheit in dir hast, stehst du ganz anders in so einem Rennen an so einer Startlinie und dann wirkst du auch ganz anders auf Menschen. Und da bin ich jetzt froh, dass ich jetzt so weit angekommen bin. Aber da musst du durch einige Täler, muss man da durch und durch viele Lebensphasen, also in meinem Leben. Und die Endphase meiner Leistungssportkarriere war einfach nur eklig, widerlich, nicht schön für mich, nicht schön für meine Mitmenschen. Also die war schon grenzwertig. Also bei mir war es so, mein Unterbewusstsein wusste schon lange, dass ich eigentlich hätte aufhören sollen. Aber mir selbst eingestanden habe ich das auch erst relativ spät. Ich habe das sehr, sehr weit hinausgezögert. Und da war auch tatsächlich so das letzte Jahr, mindestens das letzte Jahr, sehr, sehr schwierig. Aber sich dann selbst einzugestehen, okay, das war's jetzt und ich beende das Ganze hier. Ja. Das ist eine unglaublich große Hürde, wenn man etwas über Jahre wirklich mit Leidenschaft gemacht hat. Ich war auch 13, 14 Jahre Leistungssportler und dann zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Cut und dieser Lebensabschnitt ist zu Ende. Mhm. Das ist keine einfache Situation. Nee, zumal wenn du da noch von lebst. Also ich hatte ja viele Faktoren. Ich habe immer gedacht, ich muss für meine, also erstens mal war die Bundeswehr, die ich immer hatte, so ich wollte immer einen vernünftigen Lebenslauf in meinem Leben. Also ich habe ja auch immer gedacht, dass ich jetzt, ja, was mache ich jetzt gerade? So richtig arbeiten tue ich ja nicht. Ich mache da ein bisschen Hobby-Influencer, ich bin Mama, ich mache ein Laufprogramm, ich bringe jetzt demnächst noch eine Laufkollektion raus. Also ich finde ja immer viele Baustellen. Also ich habe jetzt echt richtig viel zu tun, was ich nie gedacht hätte, wie das mal kommen würde. Ich hatte immer Angst vor dem Moment, wenn ich wieder arbeiten gehen muss, obwohl ich gerne arbeiten gehe.
Also zum Beispiel, ich habe ja Industriekauffrau gelernt und ich bin so eine richtige Buchhalterin. Also ich liebe es, am Ende des Monats wieder meine Steuer, meine Reisekosten zu machen. Ich bin so eine richtige Zahlenfrau. Also ich würde gerne eigentlich wieder arbeiten gehen, aber ich habe keine Zeit. Aber ich habe auch immer gedacht, oder ich war nachher so, ich hatte auch Angst vor der Zukunft. Wird mein Mann mich heiraten? Werde ich noch Kinder kriegen? Oder ich hatte auch Angst, Mama zu sein, weil ich immer dachte, ich wäre noch nicht erwachsen genug, weil du bist als Sportler lange nicht erwachsen, weil du hast einen Trainer, der kümmert sich um dich, du hast Manager um dich rum, die alles für dich machen, du musst ja fast nichts selber machen. Und dann musst du irgendwann da auch den Weg gehen, wo du dein Leben selbst in die Hand nehmen musst. Und das wollte ich nie, da hatte ich immer Angst vor. Und jetzt bin ich froh, wie alles so ist. Also jetzt kann mich irgendwie so nichts mehr schocken. Also ich gehe auch gerne wieder arbeiten, wenn ich Zeit habe. Also so richtig nochmal im Büro. Weil ich weiß nicht, ob ich dann zum Arbeiten komme oder die Leute all da nur unterhalte. Also ja, also ich habe genug zu tun und finde gerade immer richtig viele Aufgaben. So, aber ich hatte richtig Angst vor der Zukunft und bin der Zukunft so weggelaufen. Also ich bin wirklich vor der Zukunft weggelaufen. Vor dem Alter auch weggerannt. Also ich wollte mir nie eingestehen, dass ich jetzt ja zu alt bin, dass die Jungen schneller sind. Und das war schon keine leichte Zeit. Und dann ist mir irgendwann auch bewusst geworden, dass ich eigentlich auch keine Sau mehr für mich interessiert. Und wenn ich heute so manche irgendwo so beobachte, dann denke ich, ach, kommt, hört auf. Ich will auch keiner mehr sehen. Ich glaube auch, irgendwann wollte mich auch keiner mehr sehen. Und das muss man dann auch, dann wollen die Leute auch endlich mal junge, neue Talente sehen, mit denen sie wieder mitfiebern können. Und nicht immer so eine Mockenhaupt, die eine halbe Runde vorm Feld rumläuft. Das ist ja auch irgendwann langweilig. Und wenn ich das heute so von außen betrachte, war das auch dann langweilig. Und da war gut, dass ich endlich mal geschlagen wurde. Das wurde mal Zeit. Und dann im Prinzip bist du heute unter komplett neuen Gesichtspunkten wieder auf der Bahn beziehungsweise bei Wettkämpfen am Start. Ja, ja, also wirklich, es ist zwar hart. Und dann denkt man sich, das Problem ist, habe ich heute Morgen noch einem gesagt, dass du natürlich jetzt nicht mehr, du quälst dich nicht mehr bis zum Letzten wie früher. Weil jedes Mal immer ganz kurz der Gedanke kommt, ja, warum quälst du dich? Das musst du ja nicht. Weil früher musste ich ja, ich musste dort Geld verdienen, ich musste liefern, ich musste abliefern, ich bin ja nicht nur für mich gelaufen, du bist ja auch viel für außen gelaufen, also du bist ja auch für deine Manager, die verdienen an dir, also musst du da auch immer liefern, also ein Trainer hat irgendwie so einen Anspruchshaltung an dich oder man hat so gut trainiert und dann muss man auch liefern oder wie auch immer. Und selber hat man ja auch einen Druck, aber den Druck habe ich ja jetzt nicht mehr so. Und dann kommt dann auch, dass du vielleicht nicht mehr bis zum Letzten alles gibst. Und das ist so schade, dass ich so manchmal denke, so, dass der letzte Biss fehlt halt doch, ne? Ja, aber trotzdem macht es jetzt, mir hat Laufen schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht wie jetzt. Eine Laufveranstaltung, bei der du auch öfter am Start warst, war der österreichische Frauenlauf. Knapp 60% der Podcast-Hörer sind Hörerinnen. Glaube ich dir. Die bügeln alle und in der Zeit hören sie uns. Die trainieren halt. Dir, ne? Ja, ja, mache ich auch so. Also ich höre immer bei der Hausarbeit die Podcasts oder im Auto. Deswegen wollte ich an der Stelle auch mal auf den, ich glaube in diesem Jahr ist es sogar der 34. Österreichische Frauenlauf, der in Wien stattfindet. Mit, ich habe gelesen, 35.000 Teilnehmerinnen, die da an den Start gehen. Also größer als der Frankfurt-Marathon, fast so groß wie der Berlin-Marathon. Ja. Du warst dort auch immer mal am Start. Was ist das Besondere an diesem Lauf, dass da so unglaublich viele Starterinnen dabei sind? Also Frauenläufe an sich, das ist einfach, Frauen sind unter sich, das ist eine ganz tolle Stimmung. Ich kann mir eine Freundin schnappen und mich darauf vorbereiten, mit der dahin fahren. Erst einmal schon allein nach Wien zu fliegen. Wien ist eine ganz tolle Stadt. Dann erstmal Wien zu erleben, dann im Prater zu laufen. Dann ist drumherum ein so tolles Laufprogramm oder was die alles anbieten da. Die ganzen Bühnen sind schon samstags aufgebaut. Da ist eine ganz tolle Messe. Dann ja, ist alles auf die Frau ausgerichtet. Also eine Frau kann sich da echt mal ein ganzes Wochenende richtig gut gehen lassen, dabei noch ein bisschen Sport machen, nachher in der Sonne sitzen, Musik und dann gibt es natürlich auch immer einen richtig schönen Goodiebag, also mit tollen Sachen, die die Frau gern hat, mit irgendwelchen Beauty- und Drogerieartikeln und dann kriegst du noch ein schönes T-Shirt und es sind keine Männer dabei, die vielleicht auf die ein oder andere Figur gucken, die vielleicht jetzt nicht gerade so in so ein enges Laufhöschen passen, wie vorne die Elite läuft. Also ich finde, da
supportet sich jede Frau, jeder supportet jeden. Und da ist es egal, wie viel, ob man einen Pfund zu viel hat oder zu wenig. Da sind wir alle gleich und Frauen gemeinsam, das ist total toll. Und ich freue mich auch über jede Frau, die jetzt nicht gerade die tolle Leichtathletikfigur hat oder wie auch immer, die sich an den Start traut, die einfach mal einen Anfang hat. Und ich finde, so ein Frauenlauf kann auch ein Anfang zu mehr sein. Und es muss auch nicht jeder so drahtisch schlank sein wie ich. Ich finde, jeder soll sich so wohlfühlen in seiner Haut, wie er ist, und darf aber auch trotzdem an der Startlinie stehen und gemeinsam laufen. Und das ist an diesem Frauenlauf auch besonders. Und du kannst 5 Kilometer, 10 Kilometer laufen, du kannst walken. Ja, du kannst einfach Teil eines riesig großen Events sein. Und das wird immer größer und das spricht auch für die Veranstalter. Also ich liebe die auch. Also auch wenn wir als Elite-Athleten da immer hingekommen sind, die haben uns in keine Wünsche offen gelassen worden und das war immer schön. Ich glaube, ich war das letzte Mal zum 30-jährigen Jubiläum da. Also da haben es nochmal alle Alten auch eingeladen. Vielleicht kann ich mich ja nochmal da reinlaufen irgendwie. Also ich schwebe mir vor, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dies Jahr schaffe, aber ich will auch gerne nochmal da laufen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Event und die 5 Kilometer gehen so schnell los, so schnell kann man gar nicht gucken. Also da fängt das Quellen irgendwann an und dann bist du aber schon wieder in der Ziellinie. Also Da fällt dir das gar nicht auf, weil du so, ja, so viel Adrenalin hast und die Musik vorher, also ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, was auch reizvoll daran ist oder allgemein an Straßenlaufveranstaltungen, dass eben von der Elite bis zum Anfänger wirklich alle gemeinsam irgendwie an der Startlinie sind. Also das schafft ja auch nochmal so mehr eine Community, so ein Verbundenheitsgefühl als jetzt bei einem Wettkampf auf einer Bahn, wo es vielleicht Ausscheidungsrennen und sowas gibt, wo man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, da vielleicht mit einer Europameisterin, Weltmeisterin gemeinsam an den Start zu gehen. Ja, also auch so in meiner Insta-Community, da fragt mich jetzt letzte Woche, was ist denn 10.000 Meter und zwischen 10.000 Meter und 10 Kilometer der Unterschied? Also viele haben auch gar nicht, die wissen gar nicht, wie 25 Runden auf der Bahn. Und meine Freundin, dann sage ich immer, du musst auch mal auf der Bahn trainieren. Die kennt dann gar nicht hier bei 200 gucken, 400 gucken. Also das ist für die alle Neuland und das muss auch nicht sein. Und Bahn wirkt auch direkt wieder so für Druck und Leistungsdruck. Und eigentlich haben wir Menschen und gerade auch wir Frauen und viele Mütter, wir haben doch schon Druck genug im Leben. Und da muss man sich wirklich nicht auch noch den Druck beim Laufen machen. Lieber dazu annehmen, ich mache ein bisschen Fitness in der Woche, mache ein bisschen Laufen. Und das ist viel wichtiger, dass man Laufen zur Entspannung macht, als sich da noch einen Druck oder gerade einen Leistungsdruck macht. Also ich würde heute vieles gerne auch nochmal anders machen als früher, aber ich habe ja davon gelebt. Aber wenn ich nicht davon lebe, von diesem Sport, soll man wirklich versuchen, sich eher, man kann sich quälen, man kann sich auch mal ein Ziel setzen, aber es sollte immer im Rahmen sein und dass es nicht einen irgendwie unter Druck setzt und dass einen nachher wieder stresst, weil Stress haben wir mittlerweile mit Handys, mit Fernsehen, mit Social Media, mit allem drum und dran. Deswegen soll Laufen eigentlich Entspannung und, sein. Und ich glaube, am 22.05. ist der Lauf. Ich glaube, ja. Es lohnt sich für jede Läuferin, egal bei welchem Leistungsstand, um vielleicht auch dann mal so ein Stück weit abzuschalten. Auf jeden Fall. Also Wien lohnt sich. Die Reise nach Wien, die lohnt sich immer. Wien ist meine Lieblingsstadt. Und im Prater zu laufen, die Stimmung, diese Organisation, Mädels, da erlebt ihr nirgendwo anders. Dann kommen wir jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, okay. Was war dein schönster Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis? Oh, da kommen mir fast jetzt echt die Tränen. Doch mein schönster Wettkampf war der New York Marathon 2013. Und darf ich noch eins davor sagen? Da hat nämlich der Bundestrainer auch nichts von mir erwartet. Und dem habe ich dann im Central Park, den habe ich mir dann vorgestellt, wurde ja richtig schwer wieder, habe gesagt, so und dir Arsch zeige ich. Also heute liebe ich den, der ist immer noch, nee, Bundestrainer ist ja keiner mehr, der Wolfgang Heinisch. Also aus Frankfurt ganz liebe Grüße an den, vielleicht hört die Katha auch zu. Ich freue mich immer wieder, den zu sehen und sag dem auch, du warst damals wirklich so meine Hassfigur im Central Park und dir wollte ich zeigen. Ja, sagt er, dann war doch alles richtig, was ich dir vorher gesagt habe. Und der New York Marathon, ich bin 1:16 angelaufen und ich musste 2:32 unterbieten. Und jeder, der schon mal New York gelaufen ist, der weiß, dass die zweite Hälfte eigentlich die schwierigere Hälfte ist vom Marathon, weil da welliger ist, durch den Central Park zum Schluss noch. Und ich bin dann sogar eine 1:13 drauf. Also bin eine richtig tolle zweite Hälfte gelaufen. Also so muss man laufen und nicht so wie ich letztes Wochenende.
immer besser, da die zweite Hälfte die schnellere ist, dann fühlt man sich auch gut. Dann kann man auch noch auf der Ziellinie jemanden einsammeln. Und ich bin da überraschend Siebte geworden in einem wirklich tollen Weltklassefeld. Und das war mein schönstes Erlebnis, der New York Marathon 2000. Gibt es da so einen speziellen Moment, der sich vielleicht so richtig eingebrannt hat? Ja, dass ich kurz vor der Ziellinie noch eine Äthiopierin einfangen konnte. Nein, dieser Lauf ist ein einziges Erlebnis. Die ist kalt, du kriegst Gänsehaut, weil die Zuschauer, die peitschen dich an, die peitschen da aber auch jeden an. Also New York schon, das ist von Anfang bis Ende eine Laufemotion pur. Das ist Wahnsinn, weil du immer wieder was Neues erlebst, immer wieder eine neue Aufgabe, dann über die Brücke, dann da, durch da runter. Es ist Abwechslung pur und Emotion pur. Also ja, und ein Moment, so ein Schlüsselmoment war, als ich kurz vor dem Central Park, hat mich der René Hiepen, ich weiß nicht, ob einige den noch kennen, doch, der hat ja früher Boxen moderiert und ist heute immer Moderator oder Kommentator vom Berlin-Marathon. Der hat mich da so angefeuert, Mocki, das Rennen deines Lebens. Und er hatte recht. Und dieses Video habe ich auch immer noch von ihm. Und das war das Rennen meines Lebens. Ja. Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf? Also der nicht... Ja, genau dieser Wettkampf 2018, wo ich erzähle, diese 10.000 Meter, wo ich wirklich erkennen musste, Mocki, du bist jetzt zu alt. Die Jungen haben dich überholt. Und ich nehme doch keiner mehr hierfür voll. Dann haben mich ja noch von außen ein paar Bundestrainer angefeuert. Ich habe die angeschissen. Hört auf, mich anzufeuern. Ihr seht doch, dass ich nicht mehr kann. Ich habe mich so erniedrigt gefühlt, obwohl die das vielleicht gar nicht so gemeint haben. Aber es war für mich eine Selbsterniedrigung pur, dass ich überhaupt dahin gefahren bin, das gemacht habe. Das war der Schlüsselmoment, um vieles in meinem Leben zu ändern, um wirklich zu erkennen, so, ja, deine Zeit ist jetzt rum. Deine Zeit ist vorbei. Und das war aber, ich war da alleine im Auto nachher, als ich zurückgefahren bin. Und dieses Alleinsein, das war auf der einen Seite schlimm für mich, aber auf der anderen Seite auch gut. Ich habe, glaube ich, nie mehr wieder so geheult, weil, und ja, ich musste einen Lebensabschnitt beenden. Und das ist für viele immer schwer. Also das ist ja für mich dann wie in Rente. Ich bin ja da wie in Rente gegangen, wenn du merkst, dass die Leute, ach komm, wann will sie denn endlich? Und du dann endlich mal einsiehst. Und das musste ich da verarbeiten in dem Rennen und dann danach. Ja, das war eins meiner schlimmsten. Ich habe auch gelesen, dass du während deiner Leistungssportkarriere über 100.000 Kilometer zurückgelegt hast. Ja. Was waren denn Einheiten, auf die du dich besonders gefreut hast? Die lockeren Einheiten, also doch Tempoeinheiten, wenn sie gut liefen. Aber ich bin jetzt nicht die Athletin, die immer sagt, geil Training. Also für mich war das schon Arbeit. Auch diese langen Einheiten am Wochenende, mal diese 35er oder bis 40 Kilometer, boah, wenn mir das heute noch mal einmal sagen würde, würde ich sagen, nee, ohne mich. Also so locker schön 8 Kilometer, ein lockerer Dauerlauf mit meiner Mama, wo wir uns unterhalten haben und gar nicht gemerkt haben, dass wir laufen. Das sind die schönsten Laufeinheiten und ich liebe die auch heute noch. Wenn du läufst und du merkst gar nicht, dass und, du läufst. Meine zweite Frage wäre, welche Einheiten hättest du am liebsten gestrichen? Das wären wahrscheinlich dann die Longruns gewesen, 30, 40. Die Longruns, nee. Habe ich heute noch keine Lust zu. Nee, nie mehr wieder. Dann meine letzte Frage ist immer die, was würdest du jüngeren Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Glaubt an euch, macht euch nie nieder, gebt euch nie auf und verfolgt eure Ziele. Und seid euch aber bewusst, dass von nix kommt und dass hinter jedem Erfolg auch ganz schön viel Arbeit hängt. Mocki, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.